Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem nicht ganz regulären Video auf meinem Kanal. Ich habe heute Morgen so gesehen auf YouTube, dass der ein oder andere so ein Special macht, Jahresrückblick, Vorausschau fürs nächste Jahr. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich auch sowas Ähnliches jetzt so hier schnell, spontan dahin gefilmt. So, ich habe jetzt hier um mich herum ein bisschen was vorbereitet. Allem voran sei gesagt, dass das Jahr 2019 ein gutes Jahr für den Kanal war, finde ich. Hätte natürlich immer besser laufen können, so wie alles immer besser laufen kann. Aber es hätte auch alles deutlich rüberkommen können. Es hätten alle deabonnieren können und alles weg. Und YouTube hätte meinen Kanal löschen können aus irgendwelchen Gründen, die sie mir nicht hätten erklären können. Aber ist alles nicht passiert, ist dann soweit gut. Ja, nicht zuletzt soll dieses Video auch dazu dienen, euch allen im Anschluss dann einen guten und frohen Rutsch zu wünschen. Das kommt aber erst zum Schluss. Ja, fangen wir an dieser Stelle mal an. Kleiner Jahresrückblick 2019, was ist passiert? Wir haben einiges erlebt auf dem Kanal, zumindest mal die, die zugeschaut haben. Einige Let's Plays habe ich rausgehauen. Das erste halbe Jahr lief auch recht gut, recht flüssig. Ja, ist sehr leicht auch damit zu verbinden, dass ich im Jahr 2018, Ende 2018 schon ganz schön viel vorgearbeitet habe. Für das Jahr 2019 einiges an Let's Plays, was heißt einiges, drei Let's Plays fertig gemacht, da von Alien Isolation. Zum einen, was Ende 18 schon angefangen hat auf dem Kanal zu laufen und dann bis Mitte, ich glaube sogar bis August. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall die erste Jahreshälfte 2019 im Wochentakt bei mir gelaufen ist auf dem Kanal. Das zweite war Past Cure. Beide bis jetzt entstanden aus Livestreams, die ich im Jahr 2018 veranstaltet habe, die auch eigentlich immer ganz gut gelaufen sind, haben großen Spaß gemacht. Diese Livestreams haben auch meistens auch technisch funktioniert. Was war noch? South Park, The Fractured Butthole, endlich mal beendet. Nachdem es ein Jahr lang geruht hat und das Material hier so auf der PlayStation rumgegammelt hat. Ja, und wer es mitbekommen hat bei dem Let's Play, hatte ich mich dann dazu entschieden, beziehungsweise wir, da ich es mit meiner Freundin beziehungsweise sie es gespielt hatte, dass wir das Ganze ab einem gewissen Zeitpunkt einfach von ihr aufnehmen lassen, also dass sie es quasi für mich aufnimmt für den Kanal, tagsüber, wenn ich arbeiten bin und so weiter und so fort. Ja, das haben wir dann als No Commentary weiterlaufen lassen, da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Da konnte ich dann nicht jedes Mal dabei sitzen und meinen Senf dazugeben, deswegen haben wir das so laufen lassen und ich habe es dann im Endeffekt nur noch geschnitten und entsprechend dann hochgeladen. Auch zum Ende gekommen mit diesem Spiel, das sind die ersten drei Sachen, die dieses Jahr so beendet wurden. Dann kam noch, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen kleinen, ich habe ihn schon mal gezeigt, Kalender hier zur Hand nehmen, der ist jetzt von 2019, ich habe für 2020 schon exakt den gleichen. Allerdings wird der wahrscheinlich leider nicht so gefüllt werden. Kommt aber später noch ein bisschen was dazu. Ja, Past Cure hatten wir, da haben wir gesagt, South Park, den zweiten Teil Alien Isolation. Dann kam ja auch irgendwann der Oktober, das war allerdings auch schon Oktober 2018, das Halloween Special auf Twitch. Bei dem ich leider keine Zuschauer hatte, allerdings bei den Videos im Nachhinein so ein paar, die ich dann auf YouTube hochgeladen habe. Also im Prinzip bloß der komplette Stream klein geschnitten. Und ja, das haben wir in, ich glaube, insgesamt 9 oder 10 Videos dann hochgeladen. 9 waren es, genau. Und dann kam auch schon ein sehr gehypter Titel dieses Jahr, das war A Plague Tale Innocence. Da habe ich probiert, so ein bisschen mit dem Hype mitzugehen und das rechtzeitig hochzuladen. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber was will ich auf meinem kleinen Kanal auch erwarten, dass da die Klickzahlen durch die Decke gehen. Also das ist dann soweit auch im Wochentakt weiterhin gelaufen. Das waren jetzt, glaube ich, 29 Teile waren es jetzt, glaube ich, insgesamt. Also lief auch eine ganze Weile. Und das nächste größere war dann Detroit. Ja, Detroit kam dieses Jahr auf dem Kanal auch relativ gut gelaufen, würde ich mal behaupten. Ein paar schöne Kommentare gekriegt von der Community, die ich dann auch entsprechend beantwortet habe. Und ja, ab jetzt wird es dann in meinem Kalender irgendwie dünne. Das liegt daran, dass ich den dann einfach nicht mehr weitergeführt habe. Also es war natürlich noch ein bisschen was los. Wir haben, ich lege den dafür mal zur Seite,
Wir haben auf dem Kanal noch miterlebt, The Exorcist Legion VR, das waren fünf oder sechs Videos, das umfasst, glaube ich, fünf Kapitel, das Spiel genau, also fünf Videos entsprechend, da habe ich pro Kapitel ein Video gemacht, da hat es sich jetzt nicht gelohnt, da noch hier Häppchen rauszuschneiden. Und was war noch? Don't Knock Twice in VR, ebenfalls wie Exorcist. Und ja, da fehlt mir leider bis heute das letzte Video, das ist abhanden gekommen und ich bin bis jetzt zum 31.12.2019 noch nicht dazu gekommen, dieses Video nachzuproduzieren. Allem voran darum, weil ich das Spiel ja dafür, glaube ich, wenn ich Pech habe, komplett nochmal zocken muss. Ist nicht so lang das Spiel, aber trotzdem, man muss es halt nochmal spielen. Und wenn wir ehrlich sind, so dolle war es nicht, dass man es unbedingt nochmal spielen muss. Aber werde ich bei Gelegenheit natürlich nachholen. Und was war noch? Ein bisschen live gestreamt habe ich auch. Immortal Legacy war das im Livestream-Bereich VR. Ich habe das Spiel leider auch nicht fertig gespielt, habe bis jetzt auch noch nicht angefangen, da was dran rumzuschneiden, auch aus Zeitgründen. Zu den Zeitgründen kommen wir gleich nochmal, nachdem wir die Let's Plays durchgegangen sind und die Livestreams. Und ja, jetzt habe ich aber inzwischen zumindest mal runtergeladen, soweit die Streams waren zwei an dem Abend, beziehungsweise über Nacht. Und ja, das muss natürlich alles noch mit dem ganzen Facecam-Material verbunden werden. Das dauert so ein bisschen. Auch an diesem oder in dieser Nacht nicht fertig geworden mit dem Spiel, war dann auch irgendwann die SD-Karte voll von der Videokamera für die Facecam. Da muss ich jetzt nur noch gucken, ob ich tatsächlich die Facecam komplett einfangen konnte für diese Streams oder ob es mir nicht gelungen ist. Dann müsste ich da eventuell mal ein, zwei Videos dann ohne Facecam halt rennen lassen. Ist dann halt so, ne? Ja, was war denn noch? Was haben wir denn noch so gemacht? Wir haben, ja, was mich sehr gefreut hat, worüber ich mich sehr gefreut habe, Layers of Fear 2 live streamen können. Also ich rede immer von wir, als ob hier mehrere Leute wären, aber ich spreche natürlich, wenn ich wir sage, auch immer ganz gerne von der Community, von den Leuten, die den Kanal abonniert haben, die die Videos anschauen, die die Livestreams anschauen. Und ja, das konnte ich live streamen. Es kam dann ja irgendwie eine Woche oder zwei nach PC-Release dann auch für die PS4 raus. Habe es dann gleich runtergeladen, dementsprechend auch relativ zeitnah gestreamt. Auch da Zuschauerzahl wieder nicht so dolle. Also null bei allen Streams. Zwei oder drei hatte ich, glaube ich, gemacht. Ich meine zwei. Und ja, das soweit auch zu Videos geschnitten und hochgeladen. Jetzt momentan habe ich da keine Videos mehr, auch keinen Stream mehr, weil ich auch dazu nicht mehr gekommen bin, aus Gründen, die ich gegen später noch nenne. Und was war es noch? Ja, natürlich haben wir wieder ein Halloween-Special gemacht, war eigentlich für Twitch gedacht, hat nicht funktioniert. Technisch wollte mich der Server nicht haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ging auf jeden Fall nicht, habe ich dann auf YouTube durchgeführt, dieses Halloween-Special mit dem Spiel Detention. Ein asiatischer, kleiner Titel von einem Indie-Entwickler. Ein sehr, sehr gutes Spiel, ein bisschen Psycho, ne, aber das mögen wir ja. Ne. Auch diesen Stream leider nicht geschafft, beziehungsweise dieses Spiel leider in dem Stream nicht geschafft zu beenden, weil es am Ende ein bisschen haarig wurde, beziehungsweise ich habe nicht mehr verstanden, was da noch zu tun war. Werde ich bei Gelegenheit auch noch beenden. Und dann, wenn ich alles habe, soweit, dann schneiden, hochladen und so weiter. Das müsste es eigentlich jetzt soweit auf dem Kanal gewesen sein in dem Bereich. Was haben wir noch gemacht? Death Stranding haben wir natürlich angefangen mit einigermaßen zum Release. Das heißt, ja, ein paar Tage später, das Spiel kam leider verspätet bei mir an, da konnte ich nichts vorbereiten, nichts aufnehmen, nichts vorschneiden, nichts vorab hochladen. Läuft jetzt aktuell auf dem Kanal dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Da hink ich so ein bisschen mit der Nachbearbeitung auch hinterher, ja, dass ich also quasi wirklich pro Woche bloß ganz knapp meine drei Videos hinkriege, zu schneiden und hochzuladen. Und ansonsten bin ich da immer so rund um die Uhr, mehr oder weniger, wenn ich Zeit habe, natürlich im Rahmen meiner Freizeit dran, da nachzuarbeiten. Ja, momentan fällt mir ehrlich gesagt gar nichts weiter ein, was jetzt diesen Kanal noch auf dem Kanal, dieses Jahr noch auf dem Kanal gewesen wäre. Ist schon einiges. Infliction fällt mir gerade noch ein. Das war im vergangenen Jahr noch auf dem Kanal als PC-Let's Play tatsächlich, beziehungsweise am Laptop. Ja. Ja, das müsste es eigentlich. Also sollte euch noch was einfallen, wenn ihr aufmerksam meinen Kanal verfolgt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr sonst so zockt. Und ja, vielleicht kann man darüber so ein kleines bisschen labern. Im nächsten Jahr wird das höchstwahrscheinlich nicht so viel, um jetzt mal den Vorausblick auf das nächste Jahr zu wagen.
Und zwar gibt es dafür einen sehr, sehr guten Grund, den habe ich vorher schon gesagt, da kommen wir später dazu, nämlich jetzt, dass ich momentan dabei bin, mich beruflich ein bisschen weiterzuentwickeln, was mit ja, Abendschule verbunden ist, auch teilweise am Wochenende Schule, unter der Woche nach der Arbeit natürlich noch abends Schule. Das heißt, zeitlich bin ich da relativ involviert. Ja? Und das ist natürlich alles Zeit, die mir in Anführungsstrichen für den YouTube-Kanal fehlt. Ist allerdings im Moment auch alles ein bisschen wichtiger. Ne? Das wird sich noch so ziemlich das komplette folgende Jahr hinziehen. Ne? Abendschule, samstags auch jeden zweiten Morgens Schule. Ist relativ anstrengend. Das heißt, so extrem viel wird auf dem Kanal im kommenden Jahr nicht passieren. Ich werde versuchen, die Death Stranding-Reihe oder das Let's Play natürlich am Leben zu erhalten, beziehungsweise das mit der Freundin weiterhin zu spielen und da entsprechend auch am Ball zu bleiben. Seid mir aber nicht böse, wenn es mir nicht gelingt, da jeden Montag, Mittwoch, Freitag da ein Video hochzuladen. Es wird mir wahrscheinlich nicht immer gelingen. Und ja, des Weiteren gibt es noch andere Gründe, warum man sich nicht immer um den Kanal kümmern kann. Nämlich, da spielt man auch mal was anderes. Ja, nicht jedes Spiel, das ich spiele oder das wir spielen, landet letztendlich auch auf dem Kanal. Das hängt zum einen damit zusammen, dass diese Spiele teilweise auf anderen Konsolen sind und ich habe nun mal keine andere Konsole, mit der ich aufnehmen kann. Beziehungsweise die technischen Möglichkeiten fehlen mir einfach. Aber zurück zum Thema. Andere Sachen, die hier noch so gespielt werden, ohne dass sie auf dem Kanal landen. Ja, da gibt es eine interessante Konsole, die Ende des vergangenen Jahres, ja, noch ist 19 nicht rum, also Ende 2018, ihren Weg in unser Heim gefunden hat, in unser Zuhause, nämlich die Nintendo Switch. Da sind wir momentan, besonders jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage, extrem dran, Spiele miteinander auch zu spielen. Allen voran möchte ich da mal zwei, drei ins Bild zeigen. Und zwar, zum einen haben wir da gespielt, dieses interessante Spiel, soll es ja auch keine großartige Switch-Werbung oder Nintendo-Werbung sein, ich will es nur einfach mal gezeigt haben. Also das Spiel Luigi's Mansion 3 hat ja einen sehr schönen Zweispieler-Modus, haben wir zu zweit gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht, haben wir durch. So, was ist das nächste? Da sind wir immer noch dran. Auch ein Nintendo Switch-Spiel, auch sehr, sehr schön. Jetzt denkt man bei einem Mitte-30-Jährigen auch nicht unbedingt daran, aber das denkt man wahrscheinlich schon bei Luigi's Mansion 3 nicht. Aber dennoch macht das sehr viel Spaß. So, machen wir es ein bisschen mal so. Ich kann es auch mal ganz ran. So, ja. Yoshi's Crafted World ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, wenn es auch seine Tücken hat an der einen oder anderen Stelle. Aber Nintendo war ja noch nie leicht, so wirklich. Ne? Was haben wir noch? Zurzeit ziemlich krass am Zocken, jeden Abend, so ziemlich. Das hier, Bayonetta 2, da ist der DLC-Code für Bayonetta 1 noch mit drauf. Das haben wir schon durch. Haben wir die letzten Tage schon durchgespielt. Extrem geile Spiele. Auch sackschwer, muss man dazu sagen, aber macht Spaß. Ja, und dann ist hier noch was Kleines. Dazu muss ich jetzt gleich noch was Größeres zeigen. Diese kleinen Dinger, ja, hat vielleicht schon mal jemand wo gesehen. Und zwar, jetzt ist der Karton, den ich haben will, natürlich ganz, ganz unten, oder? Ist ja klar. Es hat also zu Weihnachten einen kleinen Nintendo-Regen gegeben und da waren ein paar von diesen interessanten Sachen mit dabei. Waren noch andere Sachen mit dabei, zeige ich gerade auch noch mal was. Ja, allen voran, das Teil hier lenkt auch ein bisschen vom YouTube-Kanal ab, wenn man so will. Es dauert ein bisschen, das aufzubauen. Ja? Zum einen haben wir hier diese interessanten Teilchen hier, das ist quasi so dieses Anfangsding. Also das allererste, was man bastelt, wenn man der Reihenfolge nachgeht, sind diese RC-Cars. Da kommen hier jetzt in diese Schlitze kommen noch die Joy-Cons rein von der Nintendo Switch und dann über die Vibration bewegen sich die Dinger dann auf dem Boden und da kann man damit Rennen fahren oder sich gegenseitig umwerfen. Oder nicht gegenseitig, sondern nur der eine wirft immer den anderen um. Ja, das haben wir festgestellt. Wunderschöne Sache, sehr, sehr viel Spaß auch beim Basteln gehabt. Und was haben wir dann noch? Genau, das ist auch aus dem gleichen Set, nämlich diese nette Angel hier unten. Ja, das ist auch ein Angelspiel mit dabei. Das macht extrem viel Spaß. Ich habe auch schon ein paar Fische geangelt. Das meiste Makrelen, wer das kennen sollte, wer schon mal mit Lago in Verbindung bzw. Verbindungspunkte hatte. Das ist die hier, diese Angel. Die haben wir auch gebastelt. Da waren wir ungefähr 2 Stunden dran. Zwischendurch noch Mittag gegessen.
und Videos dazu angeguckt, wie andere das zusammenbauen. Also waren dann ungefähr 3 Stunden insgesamt, ja. Macht aber auch richtig, richtig Spaß. Ich warte nur drauf, dass es halt kaputt geht, weil man geht dann schon, wenn man einen größeren Fisch an der Angel hat, geht man mit der Angel automatisch auch aus irgendeinem Grund anders um. Ja. Und dann sind noch andere Sachen gekommen. Jetzt machen wir mal als nächstes das hier, beziehungsweise um das noch, um den Satz noch zu Ende zu bringen, was das erste Nintendo Labo-Pack da angeht, beziehungsweise generell Labo. Wir haben uns jetzt vorgenommen, so für jedes Wochenende immer so eins zusammenzubasteln. Dann hat man am Wochenende ein bisschen Aktivität miteinander. Ja, auch das sind so Sachen da. In der Zeit werde ich kein YouTube-Video aufnehmen, in der Zeit werde ich kein YouTube-Video schneiden, in der Zeit werde ich auch keins hochladen. Es muss auch einfach nicht immer nur YouTube sein. Ne? So, ja, ach so, das wollte ich ja noch zeigen, genau. Also da haben wir jetzt noch, als nächstes werden wir dieses Haus hier basteln. Ja, jetzt ist die Beleuchtung kacke, bin selber schuld. Wie machen wir das denn? Also da ist so ein Haus dabei, jetzt sieht man es gut, das kann man basteln. Das Motorrad interessiert mich auch sehr. Was gibt es da noch? Das ist übrigens dieses RC-Car von oben gesehen. Klavier soll wohl sehr lange dauern. Ungefähr ja, 3 bis 4 Stunden. Kann man mal machen, ne? Finde ich. Was ist da noch? Habe ich was vergessen? Nee, eigentlich nicht. Ja, und dann hat der Nintendo-Weihnachtsmann jenes Dings noch gebracht. Ja. Das hier wäre mehr so ein Weihnachts-Special-Video, aber ich will es nur kurz gezeigt haben. Lichtverhältnisse, doof, ne? Ist scheiße. Ne? Mal was. Die Sonne steht aber auch doof jetzt gerade, ne? Ist egal. Also nur um es mal gezeigt zu haben. Das kommt dann auch noch irgendwann dran, da wird noch viel gebaut. Ich bin ja besonders gespannt auf das Lenkrad und auf das Gaspedal. Beides nämlich kompatibel, wie sollte es auch anders sein, mit Mario Kart, also mit Mario Kart 8. Da gibt es ja noch ein Flugzeug, ein U-Boot und natürlich auf den Kassetten oder auf den, wie nennt Nintendo das eigentlich? Spielekarte, ne? Den Spielekarten, die da immer mit dabei sind, sind da natürlich auch entsprechende Spiele dabei. Ist ja klar. Entsprechende Minispiele, die aber auch teilweise gar nicht so mini sind, haben wir festgestellt. Die können einen also tatsächlich auch über längere Zeit beschäftigen. Ja, und dann kommt hier noch der Kamerad hier. Das ist nur eins, da ist jetzt nur eins drin, dieser Roboter. Ja, dem kann man dann Sachen zerschlagen im Spiel. Das wird uns auch. Also der hat eine Bauzeit von. Steht hier, doch 180 bis 240 Minuten, also 3 bis 4 Stunden. Naja, dann kommen noch die Katzen dazwischen und machen so ihr Ding. Ja, dann brauchen wir halt doch ein bisschen mehr, wie es halt so ist. Ja, und das war es jetzt soweit mit dem Labo-Zeug. Ja, also, wie gesagt, nochmal, es soll jetzt keine Nintendo-Werbung hier sein oder ähnliches, einfach nur mal, um es gezeigt zu haben, womit man sich so auch als Betreiber eines YouTube-Kanals sonst so beschäftigen kann, während man nicht YouTube macht. Wobei man dazu jetzt ja tatsächlich auch schöne Videos machen könnte, aber dazu fehlt mir das Equipment so ein bisschen, um da jetzt noch ausreichend da irgendwelche Kameras hinzustellen und aus allen möglichen Winkeln gleichzeitig aufzunehmen. Ja, geht momentan leider noch nicht. Würde ich aber gerne in der Zukunft mal machen, so Unpacking und was weiß ich was, Unboxing meine ich und so ähnliche Geschichten. Ja, Brettspielen wollen wir uns auch wieder mehr widmen. Da haben wir jetzt auch eins vom Weihnachtsmann bekommen. Das ist das hier, das kennt jetzt wahrscheinlich keiner. Beziehungsweise den Film kennt man vielleicht. The Dark Crystal, der dunkle Kristall, 1984, glaube ich, der Film. Ein sehr schöner Puppenfilm aus dem Hause Jim Henson. Also aus dem Bereich, wo auch die Muppets herkommen oder die Dinos, wer die noch kennt. Sehr schöner Film. Ich meine 1984, inzwischen auch eine Netflix-Serie dazu erschienen, die auch sehr gut ist. Ja, und das ist auch nochmal so ein Thema, ja, dieses Netflix, ja, das gibt es ja auch noch. Der eine oder andere mag es kennen, ja, und auch da beschäftigt man sich, selbst wenn man einen YouTube-Kanal betreibt, hin und wieder nochmal damit eine oder zwei oder drei Serien anzuschauen oder auch mal einen Film. Ja, das jetzt soweit zu den Aktivitäten, die außerhalb YouTubes noch stattfinden, wie gesagt, zusätzlich zu der Schule und so weiter und so fort. Und arbeiten gehen natürlich auch noch, ist klar. Ja, im kommenden Jahr wird es da ja wahrscheinlich auf dem Kanal etwas dünne. Ja, ganz zurückziehen werde ich mich natürlich nicht. So ein, zwei Sachen möchte ich vielleicht auch im Livestream nochmal. Ja, ich möchte also unbedingt auch gerne Layers of Fear 2 fertig machen im Livestream, ja, dass man mal weiterkommt. Denn das nächste Horror-Livestream-Spiel ist auch schon da, was ich gerne im Livestream machen möchte. Da habe ich geplant für das kommende Jahr, wie gesagt, wenn ich dazu komme. Es,
wird relativ viel Prüfungsvorbereitung im kommenden Jahr sein. Das heißt sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich sollte jetzt in diesem Moment eigentlich auch da drüben sitzen an meinem Tisch und lernen. Ja, habe jetzt auch schon ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich wollte euch auch einfach nur so dieses kurze Video mal hier präsentieren. Ich werde bei der Beleuchtung was ändern müssen, habe ich das Gefühl. Ne? Es gefällt mir gerade nicht so. Ja, macht ein bisschen was aus. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber wir sind ja eh bald am Ende. Habe euch jetzt soweit mal ein bisschen drüber aufgeklärt, was unter anderem Gründe dafür sind, wenn ich auf YouTube mal nicht so aktiv bin. Ja? Und ihr dürft mir natürlich auch gerne eure Freizeitbeschäftigungen nennen im Kommentarbereich oder was ihr so über Weihnachten gemacht habt, was ihr so, wenn ihr vielleicht selber sogar einen YouTube-Kanal betreibt, was ihr so nebenbei noch macht, wenn ihr es natürlich möchtet. Gut, das war's so von meiner Seite her. An dieser Stelle bleibt mir dann wirklich nichts weiter übrig, als euch noch einen guten Rutsch zu wünschen, einen angenehmen Rutsch. Vor allem übertreibt nicht so mit dem Alkohol bitte und übertreibt es auch vor allem nicht mit dem, ja, mit dem Müll, mit dem Rumsen, mit dem Rumgeknalle. Ja, denkt ein bisschen an die Umwelt, schmeißt nicht so viel weg, jagt nicht so viel in die Luft. Ja. Guckt auf meinem Kanal vorbei, schaut euch ein paar Let's Plays an, vielleicht so. Ja. So zur Mitternachtsstunde sind die ein oder anderen vielleicht sogar sehr geeignet dafür. Ja. Bevor ihr draußen in der Kälte stehen müsst und friert. Ja. Einfach mal drüber nachdenken. So, bevor mich die Sonne jetzt hier noch komplett verblendet oder beblendet, ja, beende ich das Video an dieser Stelle. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, bleibt im nächsten Jahr auf alle Fälle dran. Ein bisschen was wird kommen, aber es wird, wie gesagt, nicht so extrem viel, wie ich halt dazu komme und wie ich auch ja, Lust habe, so ein Stück weit. Ne? Also, dann euch noch einen guten Rutsch. Wie gesagt, vorsichtig, kennt eure Grenzen. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Und tschüss.